Hallo, das ist die letzte Folge und zwar die vierte Folge zum Thema Spendentour vom Gusua. Vielen Dank für 10k Abos an euch. So, will noch jemand Truppen? Da habe ich schon ordentlich gespendet. Also wirklich vom D-Alex, okay, geht jetzt langsam runter, aber ist jetzt auch noch nicht so, dass es mir jetzt Tränen in die Augen reiben würde. Das hat sehr gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt. So, da kennt mich jemand, denke ich mal. Ja, wenn er auf jeden Fall 10k erwähnt, dann kennt er mich auf jeden Fall. Da freut sich jemand, so ist geil. Sieht so aus. Schau meine Base an. Päcker gibt einen Päcker, ist doch gar kein Thema, Junge. Ja, noch ein Päcker. Ist ja nicht so, dass wir nur einen haben. Ja, wie gesagt, das ist halt die Möglichkeit. Also ich glaube, das wird's auch wieder... Also ich... noch ein Päcker. Dann werde ich die wenigstens los. das ist halt wirklich die Möglichkeit, einfach wirklich viele zu treffen, sage ich jetzt mal. Klar, man kann natürlich jetzt einen einzelnen Clan aufmachen und sagen, gut, okay, ich spende. Das ist natürlich auch eine coole Nummer. Aber so hat natürlich der gesamte Clan da was von, wenn die natürlich gerade online sind. Magier. Zack. Also der mit den Mauerbrechern da, der war ziemlich geil. Vor 3 Tagen oder sowas, den ich hochgeladen habe. Der war echt geil. Einfach mal Mauerbrecher. Na, gucken wir da mal den Darahan an, wa? Oh, ich glaube, er hat das gleiche Ziel wie ich. Er hat das gleiche Ziel wie ich. Das ist auch richtig gut verteilt. Also ihr seht hier Fläche, ich meine Fläche nebeneinander, okay, aber ist ja zum Mittelpunkt der Base hin, also passt. Und ja, was soll man sagen, komplett geneunt und jetzt schon im 10. Anfang ist natürlich schon eine echt geile Nummer bei 114. Alter Verwalter. Alter, guck mal, was hier gefarmt wurde. Ja, du bist ein krasser Sack. Auf jeden Fall. Läuft bei dir. Mega geil. Also auf jeden Fall auch geile Base. Auf jeden Fall geile Base. Richtig, richtig nice. So, gucken wir mal, was war hier. Leider nur das Übliche. Gucken wir mal, was üblich bei dir ist. Ja, aber komm, das ist ja jetzt nicht so schlecht. Aber man muss ja dran... Ja, klar. Na, obwohl, du hast Riesen dabei. Also von daher kannst du auch diese Base cracken. Und da kannst du auch noch was rausziehen. Weil klar, für nur Barge wäre jetzt Fail gewesen, ganz klar. Nein, nein, so. Wir wollen rein. Oh, ich liebe diesen Zoom. Ich liebe ihn einfach, wenn ich immer dran denke. Schön Fail. Das war natürlich richtig. Ich meine, kannst du ja nichts für, klar. Oh, hast aber schön den Heal hintergesetzt und auch den Heal halbwegs berechtigt eingesetzt. Also sprich, aha, okay, die Riesen könnten noch da lang gehen, dass sie noch ein bisschen weiter im Heal drinne sind. Also einwandfrei. Bis jetzt gefällt es mir richtig gut, weil wir haben hier innen drinnen beide Helden, die noch richtig lossplashen. Die Queen wird garantiert zum D-Alex gehen. Oh, wer hat es gesagt? Der Gusua, klar. Hä, läuft natürlich auf jeden Fall. Die Queen macht es auf jeden Fall auch noch leer. Boah, ist doch ein Bombenangriff. Ich meine, was will man mehr? Truppenmäßig war das einfach erste Sahne. Also man hatte wirklich gute Truppen für die Base. Und jetzt, wir können noch die Queen ragen. Die brauchen noch nicht geraged werden, aber wird jetzt gleich knapp. Sobald der X-Bow nämlich losgeht, muss man dran denken, oh, 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 meine Queen ist gleich weg. Ja, bleib schön außerhalb der Range vom X-Bow, das ist nice. So, und dann haben wir da noch.
Ich meine, ganz ehrlich, was ist das? Das ist ein Zuckerangriff. Der ist echt nice. Also, der ist wirklich schön. Wenn die Queen jetzt noch schön, macht sie locker. Oh, richtig geil. Ey, was wollt ihr mehr? Hallo? Andere bezahlen für so eine Action. Das ist ja schon ein halber COC-Porno. Also, Leute, was wollt ihr mehr? Nee, also läuft auf jeden Fall hier. War super Ding, super Ding. Hallo? Kann ich einfach nur sagen. Also auf jeden Fall. Der war richtig weit oben. Der war. Bam! Nee, also der ist schon cool gewesen, auf jeden Fall. Der war richtig. Ja. Lohnt sich. Gucken wir mal bei. Lohnt sich rein. Lohnt sich, wohnt direkt neben. Super toll. Sehr cool. Mir schreibt gerade Grand Matti, dass ich gerade in seinem Clan bin. Läuft. Ja. Was ist auf Video? So, jetzt gucken wir mal. Wir haben nur Bartsch mitten. Nee, obwohl, wir haben. Die Riesen habe ich jetzt schon komplett übersehen. Aber die sind natürlich drin. Wir hätten noch einen Mauerbrecher. Und der ging jetzt hier gegen die Wand. Genau. Passt, läuft. Genau, hier erstmal das Dunkle ziehen. Genau, und dann weiter gucken. Da. Mehr braucht man nicht. Also, ich würde jetzt auch nicht weiter. Nee. Warum von. Okay, da Glück gehabt. Aber das hättest du mit. Moment. Hier, von hier Barbaren hätte ich nicht genommen. Weil die sind jetzt zwar hier raufgegangen. Alles schön und gut. Aber die Bogies waren eh hier. Und außerhalb der Range vom Magierturm. Somit hättest du die Barbaren hier noch als Schild nehmen können. Und innen drinne willst du die gar nicht haben, weil da passiert nicht viel. Da, die Lager sind leer. Das sind die Sammler. Nein, warum denn da noch mehr? Warum denn? Oh, da tut mir ja fast ein bisschen leid. Wie würde Guido Maria Kretschmer sagen? Das ist ja nicht meins. Yeah. Ja, ich muss mit meiner Frau mal Shopping Queen gucken. Ja. So läuft das auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Nee, ging sogar ohne. Aber deine Base war auch richtig geil, Darahan. Also die war echt, also für Level 114, Daumen nach oben auf jeden Fall. Die, wie soll ich das sagen? Die letzten im Check. Also die. Der letzte. Clan, der gecheckt wird. Das hört sich sonst so. So, ihr seid die Letzten. So soll das ja nicht rauskommen. So, nee, dann sind wir jetzt so weit durch. So, ich beende das Video. Macht's gut. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, für mich war es auch wieder eine super Erfahrung. Ich hau jetzt, glaube ich, noch die Truppen. Nee, die. Nee, warum? Warum? Die könnte ich schön beitreten. Bin zurück. Und jetzt spende ich die noch schön in meinem Clan. Warum auch nicht? Weil die haben auch was verdient. Und dann passt das. Müssen mich jetzt nur noch annehmen. Und dann läuft das auf jeden Fall. Also Alex habe ich irgendwie gar nichts verballert, glaube ich. D-Alex, glaube ich, 10k. Das war jetzt auch nicht viel. Ich hätte mit viel mehr gerechnet. Mit viel mehr. Und so Request and Go, das ist auch so doof. Dann ist man nur so, ja, hier und schnell wieder raus, hier und schnell wieder raus. Ich denke, das war gar nicht so eine schlechte Sache. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Das war's für das 10K-Abo-Special. Vielen Dank an euch. Macht's gut. Ciao, ciao.